Debatten mit euch auf Facebook. Ups. So. Können wir auch machen. Klar, natürlich. Wenn es zeige Musik ist. Hallo. 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 Hallo, herzlich willkommen zur Zeitung macht Mittag, unserer wunderschönen Schreinerei-Kochshow mit unserem wunderschönen Gast, dem Freddy Götz, Schauspieler, der uns heute beehrt. Ein alter Bekannter, kann man fast sagen, Freddy. Ja. Oder? Ja. Sehr schön, dass du da bist. Ja, voll kann ich auch. Voll. Ja, was zauberst du uns eigentlich heute? Wir sind ja eigentlich schon mitten dabei. Ich zaubere Spätzle. Handgemachte schwäbische Spätzle. Dem Rezept von meiner Oma. Und dazu geschnetzelt ist mit Sahnesoße. Geil. Ja. Also ich kann auf jeden Fall nur sagen, noch gibt es ja keinen Geruchs-Livestream. Es riecht schon richtig geil, sieht super aus. Und wir sind ja eigentlich auch schon seit einer Zeit am Machen. Also so easy peasy ist das Rezept anscheinend nicht, ne? Nein, ja. Das Rezept ist easy, aber es dauert halt ein bisschen. Also in den Schwätzern sind eigentlich nur Eier, Mehl und Wasser und Salz. Aber Eier, Mehl, Wasser und Salz. Man muss da. Das ist schon so richtig dick, genau. Gell? Und damit es echt ist, muss man es mit der Hand rühren. Und sonst. Die passenden Videos dazu gibt es als Story bei uns auf Instagram. Ja, genau. Wir haben nämlich in Zukunft, wenn wir es immer so machen, damit der Livestream nicht so lang wird, fangen wir so ein bisschen auf Instagram an mit Stories und zeigen, wie es vorbereitet wird. Der wird wahrscheinlich eh lang genug, aber. Ja, Freddy, was verschafft uns eigentlich die Ehre, dass du mal wieder im süddeutschen Raum weißt? Ich drehe gerade in Bad Tölz fürs ZDF. Genau. Und da hänge ich ein bisschen hier im Süden ab. Hast eine große Rolle dort, weil du sehr. Also, es lässt da auch schon. Weil ich ein großer Mensch bin, spiele ich eine große Rolle. So ist es. Weil du tatsächlich eine sehr lange Zeit hast. Wer versucht, sie hier wegzuschleichen? Ne? Also bist jetzt seit 13. Nee, seit wann bist du da? Bis 13. Bin, Juli da. Genau, seit Montag bin ich da und ich bleibe bis zum 13. Und okay. Dann komme ich nochmal für einen Drehtag. Ja, große Rolle. Also es ist so ein neues, also kein neues Format, so ein Herzkino-Format von ZDF und die machen eine neue, wie nennt man das, eine neue Geschichte, genau. Und da spiele ich eine durchgehende Rolle, also es sind zwei Filme und ich spiele beide mit, aber jetzt nicht irgendwie, also halt eher so, ich, das ist eigentlich ganz cool, ich bin, ich würde sagen, die gute Seele vom Dorf, ich kümmere mich um die älteren Damen, die Verheirateten, und ansonsten, okay. Also was ganz geil ist, ich bin so ein bisschen ein Bewegungsmensch und ich durfte schon Motorrad fahren, obwohl ich keinen Motorradführerschein habe, und zwar so eine alte BMW mit Beiwagen. Geil, die richtig war, geil saß ist. Jemand drin im Beiwagen? Ja, auch. Ich hatte Klaus Pohl, so ein geiler Schauspieler vom Burgtheater. Wir hatten mega Spaß, den durfte ich abschleppen sozusagen. Und ja, genau, dann bin ich gestern, da durfte ich leider nicht. Ich dachte eigentlich, ich darf, weil der Typ ist auch noch bei der Rettung, also bei der Wasserwacht. Okay. Dann dachte ich, ich kann ein Boot fahren. Das darf ich aber nicht, aber ich durfte mitfahren. Da hättest du dann doch einen Führerschein gebraucht dafür? Ja, und da gab es irgendwelche Bestimmungen. Keiner darf am Rettungswachtboot. Also das darf man nicht führen, wenn man nicht echt da. Das ist schon ein Privileg, ne, als Schauspieler, dass man schon echt viel geilen Scheiß machen darf, den man in dessen Genuss man nicht kommt als Autonomalverbraucher. Ist es so? Wegen dem Schauspieler geworden. Ja, schon. Das Leben am Limit. Ja, mega am Limit. Nee, also das ist schon geil. Also ich hatte immer so die Idee, dass ich, weil ich so viele Ideen hatte, was ich machen will, dass ich eben mit der Schauspielerei in alles reinschöpfen kann, alles mal angucken kann und irgendwie eben lernen kann jetzt. Irgendwie mal auf dem Motorrad sitzen, mal Boot fahren, da ja. Trecker fahren, nee, und natürlich noch alles. Genau. Du bist Wahl-Kieler. Ich bin Wahl-Kieler, ja. Naja, Wahl, ja. Warst, also du bist jetzt gerade auf Wohnungssuche in Berlin, also falls ihr was wisst, mit einem Kumpel zusammen sucht der Freddy gerade coolen, bezahlbaren Wohnraum in Berlin. Ich weiß, das ist eine Sache, die sich mittlerweile wahrscheinlich fast ausschließt, ähnlich wie hier in München, aber genau. Kannst du ja mal kurz ein Bewerbungsgespräch mal hier reinkommen? Also wir sind wahrscheinlich nicht so ruhig.
Wir sind recht anspruchsvoll und wir haben kein Geld. Und sauber sein. Nee, genau, wir sind zwei Jungs, wir brauchen zweieinhalb Zimmer. Irgendwie suchen wir bis vier Zimmer. Und ja, eigentlich ist es auch Bezirk, ist uns wurscht und so. Aber wichtig ist, dass wir ruhig wohnen. Ich bin ein sehr ruheliebender Mensch, was für Berlin jetzt natürlich, also nicht so für Berlin spricht, aber durch das viele Rumgereise und so dachte ich, ich muss halt rausziehen. No, Freitag. Okay. Alles klar, den Profi dafür gibt es mir später. Gibt es heute eine Challenge eigentlich, wenn wir... Denkt dir eine aus? Irgendwas mit... Lava? Also letzte Woche war ja der Jakob Schreier da und der hatte mir gesagt, also weil ich eigentlich wollte, dass der puren, einfach mal so puren, ungegarten, sag mal Teig... hat er gesagt, das ist keine Bestrafung, das ist eigentlich irgendwie ein Geschenk, wenn man das macht. Ich bin eher dafür, dass Freddy sein Shirt ausziehen muss irgendwann. Das ist so ein Hashtag-Aufschrei, wirklich. Also das ist wirklich ein derartiger Sexismus, den fördern wir aber nicht bei Zeit. So nieder, aber das von dir kommt, wundert mich gar nicht mehr. Nee, also, ihr beiden habt ja eigentlich auch ein sehr interessantes Verhältnis miteinander. Erklär das doch mal, woher kennst du denn den Matti, der... hier heute die Kamera macht. Also ein paar von euch kennen wahrscheinlich das Pimpernel in München. Und ab und an hängt Matti ja ein Pimpernel ab. Das war so einer von den Abenden, wo ich abends nicht wusste, wo ich hin soll. Und dann saß da so ein Typ, schlecht geschminkt, in Strapsen an der Bar. Matti hat mir im Prinzip einen meiner Lebensträume erfüllt. Nämlich hat er mich in seinem Kinofilm, also in seinem Regiedebüt besetzt. Und das war ein Kinofilm und das war so ein Kindheitstraum von mir. Und das hat er gemacht, ohne mich wirklich zu kennen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ich glaube, ehrlich gesagt, es war Verzweiflung, aber es war trotzdem gut. Nirgendwo heißt genau, wir haben so den Nirgendwo gesehen. Ne? Ja, genau. Letztes Jahr im Kino. Oh, wir haben schon das erste Shirt ausziehen von der Laura. Hallo Laura. Da muss euch schon mehr einfallen als ein. Ich glaube, da müssen erstmal Initiativvideos vorgeschickt werden. Ja, genau, wir machen das. Ja, bezüglich Nirgendwo gibt es ja wahrscheinlich gleich noch einen kleinen Überraschungsgast, der vorbeischneit. Ich bin mal gespannt. Filmfest ist ja zurzeit in München, deswegen sind ja einige deiner Kollegen auch da. Ist ja schon so ein bisschen Filmfest-Zeiten, sei es jetzt in Berlin oder München. Berlin ist natürlich ein bisschen größer, schon immer so ein. Ein Come-Together mit den Kollegen und eigentlich eine große Sauferei. Ja, für die, die eingeladen sind, auf jeden Fall. Für mich nicht. Aber wir haben übrigens ein zweites Shirt ausziehen. Von Laura auch? Nein, von der Juli. Okay. Oh je. So, du, ich glaube, das sieht hier relativ fertig aus. Oh, und dann haben wir noch einen schönen Gast hier. Also, okay. Das muss... Hallo. Ist das dein Ernst? Ja, ja, wirklich. Die Verantwortung. Okay. So, Freddy, und du fängst jetzt an? Ja, genau. Boah, geil! Übrigens, wenn ihr... Wie macht man das, Freddy? Das muss jetzt mal ganz kurz, Freddy, jetzt mache ich gleich. Warte mal. Die lieben Leute erklären. Kann man das hier umdrehen? Das live umdrehen, ne? Ja, oh, jetzt halte ich es nur zu. Wenn ihr Fragen habt, wir haben hier diese beiden hübschen Damen, die auch sehr fähig sind in dem, was sie tun. Und die werden nämlich eure Fragen beantworten. Beziehungsweise, wir werden sie auch dann auch natürlich vorlesen, wenn ihr sie reinpostet. Und Mimi und Julia werden ihr Bestes tun, sie dann auch schriftlich zu beantworten, falls wir sie nicht unterbringen. Und schickt uns Herzen. Ich sehe noch gar keine Herzen. Wir brauchen wieder Herzen. Ja, da komme ich absolut leider nicht dran. Oh, jetzt muss ich wieder umdrehen. So. So, was passiert hier? Nee. Kannst du mal. Alles umrühren? Okay. Schön ordentlich umrühren. Sieht auf jeden Fall geil aus, muss man sagen. Du kommst eigentlich vom Theater, ne? Ich komm. Ja. Kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Also, du hast deine Sporen gelernt, sozusagen, am Theater. Ja. Wann hat das so seine Anfänge gehabt im Grund? Angefangen hat es eigentlich in der Grundschule. In der Grundschule schon? Ja, es war so, dass ich war auf einer sehr, wie sagt man das, kulturell vielfältigen Grundschule. wir waren sehr viele eben Kinder aus unterschiedlichen Ländern der ganzen Welt. Und das hat natürlich viel Potenzial für Energie gehabt. Und da gab es eine Lehrerin, die hat es erkannt und hat so Sketche mit uns gemacht.
Geil. So, und da bin ich irgendwie auf die Tasche gekommen und habe das gehört und wollte unbedingt mitmachen. Und habe es dann auch gemacht. Genau, und dann ging es halt weiter im Gymnasium, gab es irgendwie eine Mädelsgruppe, die unbedingt Theater spielen wollten. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja gut, wir machen, wenn ihr mir zwei Jungs findet. Doch, und dann war ich dabei. Und dann habe ich bis zur 13. Klasse Theater gespielt. Ne? Ja, ein bisschen Intoleranz schadet nie. Wo war dann so ein bisschen bei dir der Schritt, dass du gesagt hast, du machst es professionell? Also das ist eine Berufung für dich? Ja, das sag ich dann. Also es war so, dass ich habe es immer gespielt. Also ich denke mal, reden und kochen ist nicht meine Stärke. Multitasking, ja? Und wenn ich Quatsch erzähle, könnt ihr es mir sagen. Ja, also wir hatten eine Vorschule im Stadttheater in Erlangen. Und haben es halt gespielt und es ging die ganze Zeit darum, was wir so. Genau, wir haben gespielt, wie auch immer, und dann hat jemand zu meiner Mama gesagt, das weiß ihr Sohn, dass man es studieren kann, das hat sie mir erzählt. Und dann wollte ich eigentlich Industriedesigner werden. Oh! Ich habe so gedacht. So, jetzt geht's los. Ist das Brett nicht zu groß? Nö, das ist genau die richtige Größe. Das ist super. Danke, Matthias, für diesen Hinweis. Ich habe eine große Debatte um die Brettgröße. Das Messer ist nicht richtig. Da sind noch andere Messer. Vielleicht nimmst du sonst die Rückseite oder so. Weißt du, nimmst du jetzt einfach... du schreibst jetzt hier quasi von diesem Zehenteig einfach so kleine Würfel ab. Genau. Und willst du da rein? Wie lange müssen die dann da im Wasser sein? Die kommen dann einfach hoch, wenn sie fertig sind. Sowas so. Vielleicht? Nee, ah, ja, das okay. Ist Quatsch. Oh, hier. Schon habe ich meine Soße nicht mehr im Griff. So schnell geht es. Das noch eine? Noch eine? Ja, ja. Okay. Was hast du noch gesagt? Der was? Was war mit Soße im Supermarkt, hast du das gesagt? Ja, beim Schwaben muss es immer richtig schwimmen. Wenn es beim Schwaben nicht genug Soße gibt, gibt es richtig Ärger in der Familie. Das ist ein gutes Stichwort. Also deine Oma ist Schwäbin, habe ich dann daraus gehört. Genau. Aber eigentlich kommst du ja aus Bamberg, ne? Genau. Oder Erfurt. Nee, Bamberg. Erlangen. Nee, es gibt ganz viele Leute, die dann sagen, ja stimmt, du kommst aus Erfurt. So wie ich. Ja, also, ich war da gerade auf dem Kinderfest, auf dem Goldenen Spatz, auf dem also Kinderfilmfest. Bamberg. Genau, okay. Aber ist schon richtig. Ja, kannst du Fränkisch? Freilich! Ja? Na, freilich. Geil. Aber ich habe es mir hart beigebracht. Ich bin ja auch ein Halber da, ne? Echt? Mhm. Wo kommst du her? Also, das war meine. Ja. Mein Bruder kommt aus Gerolzhofen. Aus Gerolzhofen? So zwischen Schweinfurt und Würzburg. Aha, okay, super. Ja, das mit Fränkischen ist bei mir so eine Sache. Also, meine Mama kommt aus Schwaben, mein Papa aus der Pfalz. Und da wurde bei uns natürlich keinerlei Fränkisch geredet. Und ich habe es auch nicht wirklich gut verstanden. Das ist ein geiler Dialekt, wirklich. Beim Obi-Baumarkt geerbet. Geerbet? Fick! Kannst du mal die Bohrmaschinen in den Raum, keine Ahnung, Reihe 12 wieder einstellen? So was, Dankeschön und so. Und dann fing es damit an. Und dann habe ich für die Aufnahmeprüfung bei der Busch, musste ich aus den Ratten. Also Schauspielschule, ne? Genau. Ja, musste ich aus den Ratten. Ah, wie heißt der nochmal? Ja, schau her. Keine Ahnung. Der Typ halt, den jeder vorspricht dann, aus den Ratten von Gerhard Hauptmann, immerhin der Otto. Und den habe ich dann auf Fränkisch gemacht. Und so habe ich mich mit dem Fränkischen, also Dialekt. Und so bist du aufgenommen worden? Nee. So. Nee. Ich weiß nicht, ich das Busch der Humor, wo es denn tut, wirklich? Ja, wirklich. Das war wirklich, also in der Busch, das war so. Nee. Also Gerhard Hauptmann, Fränkisch, das geht wirklich nicht. Er hat einen eigenen Soziolekt erfunden. Und da macht man keinen Spaß. Nee, das war dann macht man keinen Spaß. Ich finde auch Theater, da sollte man keinen Spaß machen. Wir haben hier übrigens noch ein Shirt ausziehen. Ich zeige jetzt nicht, auf wer das gepostet hat. Und dann die Mara Wei sagt, ihr müsst das Brettl immer feucht halten, dann lässt es sich besser schaben. Ah, und nach dem Kochen die Spätzle kurz abschrecken, meine Freunde. Danke für den Tipp. Danke, Mara. Klugscheiß. So. Hättest du das gewusst? Hättest du das gewusst, Freddy? Also, 10 Minuten früher, ne? Soll ich das mal ein bisschen anfeuchten, das Brett? Zack. Wahrscheinlich war es meine Schuld, dass ich es nicht richtig gezeigt habe. Vielen Dank fürs Aufpassen, Mara. Vielen Dank fürs Aufpassen, echt super. So. Nee, super.
Hatten wir nicht mal so ein Mikrofon eigentlich? Ja, wir haben festgestellt, der Ton ohne Mikro ist tatsächlich noch lauter und besser. Ah, ja, okay. Und ohne Akkuhülle. Wir hoffen, ihr versteht uns gut. Ja, ich hoffe es auch. Jetzt haben wir einen langen Boden, man hat genau Fränkische, ja. Ne? Ja, genau. Also das war dann einmal sogar kontraproduktiv sozusagen. Das war kontraproduktiv? Ja, nee, das war eigentlich nicht kontraproduktiv, weil ich habe Fränkisch gelernt und letztendlich, klar, ich wäre gerne auf die Busch erstmal gegangen, aber im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich da nicht gelandet bin. Ja. Weil das für mich, also es ist eine gute Schule, aber wäre für mich nichts gewesen. Also die Schauspielschulen suchen sich schon die Leute aus, die zu ihnen passen ein bisschen. Okay. Ich hätte nicht hingepasst. Das hat schon. Also. Wie kam dann die Entscheidung zustande, sie ist ja auch für einen Künstler untypisch, nach Kiel zu ziehen? Also ich glaube, Kiel, ich war noch nicht da, ist glaube ich sicherlich eine schöne Stadt, ein bisschen kleiner. Nö. Also kommt auch an, was du jetzt. Aber also jetzt architektonisch ist es jetzt nicht schön, weil im Zweiten Weltkrieg war das halt das Platz Ziel. Ja, genau, das ist ja komplett. Aber trotzdem, also wie kam die Entscheidung, so die typischen Wege nach München, Berlin, Köln, Hamburg und so weiter? Ich bin Profi! Hast du dich verbrannt? Hast du dich verbrannt? Nee. Okay. Ach du, das hier auch ausmachen, oder? Das schaut gut aus. Das hat keiner gesehen. Ah, ist das heiß. Ja, was ausmachen? Nee, hier unten? Das nicht ausmachen. Nee, das muss wieder an. Das ist ja eh ausgegangen von dem Tsunami, der über die Fläche ergossen hat. Okay. Also ich denke das wieder, versuche dabei nicht alles kaputt zu machen. Es war natürlich auch klar, dass wir... Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, also Hut ab vor dem Mut von Freddy, weil das ist, glaube ich, so ein bislang das anspruchsvollste Essen, das hier ein Gast mitgebracht hat zur Zeit. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt technisch ausgestattet sind dafür. Ja, wobei es gab schon viel Gemecker. Also ich gehe schon. Verbrenne ich nicht. Es wird irgendwann mal einen zeitgemachten Mittag auswärts geben und dann in der neuen Butze von Freddy in Berlin und dann bin ich, dann wird mal seine Küche gemessen. Da habe ich gar nicht gefragt, weil meine Eltern haben sich angewöhnt, mir einfach geiles Küchenequipment zu schenken. Geil. Und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Und kann man damit was anderes machen als Spätzle? Ja, vor allem so, aber das ist das Zeug, das kauft man sich halt selbst auch nicht, weil das kostet schon auch ein bisschen Geld, gell? Ja, aber ich sage, Keramikpfannen, ich habe sie leider kaputt gemacht, aber benutzt kein Olivenöl, ich sag's euch. Aber das ist echt der Shit, so eine Keramikpfanne. Also so eine unbeschichtete Teflonpfanne, wie wir hier haben, ist auch nicht schlecht. Mal schauen, ein Auge auf dem Handy haben, weil wir noch einen Überraschungsgast jetzt haben. Ja, ich muss ganz kurz mal etwas klären. Du musst jetzt aufs Klo, dann musst du das Handy mitnehmen. Ihr bedient Photoshop. Ich bin sehr stolz auf euch. Hast du den Laptop da, den ich da angestellt habe? Nur das... Achso, oh, weißt du, wie man damit umgeht? Nein. Weil? Weil wir kontrollieren mal eben ganz kurz. Dass wir auch ja online sind. Du darfst nämlich jetzt gerne. Das schaffe ich auch allein. Okay. Mach du Apple, ich mach. Genau. So, sorry für diesen kleinen Ausflug. Wir haben euch schon vorgestellt, oder? Ja. Die Mimi und die Julia, unsere besten Praktikantinnen. Und der Flo hat sich hier zwischenzeitlich reingeschlichen. Hallo Flo. Ja, hallo. Isst du mit, Flo? Spätzle. Handgemacht. Ich kann doch Nein sagen. Ja. So. Ich komme im richtigen Moment an. Boah, dann hab ich's mir wieder gegeben, ey. So, ich habe mal erzählt, wie er so einen Yoga-Retreat gemacht hat. In Prag? Oder wo? Detox in Prag. Genau. Junggesellenabschied, ja. Aber nicht so, also jetzt möchte ich jetzt nochmal behaupten, also nicht so peinlich mit so Kostümen, jemanden mit einem Kostüm durch die Stadt jagen. Will der nie machen. Will ich nicht machen. Auf jeden Fall. Nee, einmal musste er ein Kostüm anziehen und zwar beim Paintball. Geil. Haben wir Auto? Nee, Indoor, bei 95 Grad im Flachdach. Wer das wohl ist? Ja, stimmt. Geil. Und da musste er so ein Morgenkostüm anziehen dafür.
Aber eigentlich war ich irgendwann mal neidisch auf dieses Mountain-Kostüm von ihm, weil das halt ein bisschen dicker war. Wir haben nur so diese dünnen Overalls gehabt. Alter, ey. Die haben so weh getan, die Teile. Ich hab ja, aber jetzt langsam geht er weg. Kriegsverletzung. Hast du einen blauen Fleck? Nee, das ist mir jetzt peinlich. Sieht das man ist, bei dir sowieso nicht. Das ist ja das größte, europäisch größte Gotcha-Outdoor-Feld. Ja. Ja, das haben wir natürlich nicht. Hoffi-Mann, Organisator. Oh, und jetzt ratet, wer hier kommt. Oh, Baby. Hallo. Was geht? Klassentreffen! Hallo Ben! Meine Damen und Herren, Ben Münchow! Moin! Kommt hier vorbei. Schauspielkollege. Und ich meine im Endeffekt Klassentreffen, warum? Na, ist klar. Ihr kennt euch alle aus Nirgendwo zusammen, ne? Ja, wir müssen alle zusammen in Nirgendwo. Ich habe monatelang. Ich habe monatelang mitgebracht. Wow! Weil alles geiler mit Parmesan schmeckt, habe ich Parmesan mitgebracht. Die Packung ist für euch und die ist für mich. Die Anekdote ist erstmal, als wir beim Essen waren, im Restaurant hat er gleich dreimal den Kellner kommen lassen wegen Parmesan. Den Parmesan können Sie da stehen lassen. Er hat ihm was drauf, wieder gegangen. Den Parmesan können Sie hier stehen lassen. Irgendwann wird es halt unangenehm, wenn man so gierig wird. Aber ich liebe, da ihr habt Lafroy kennst du ja, glaube ich. Ja, aber die ist leer leider. Wow. Aber das ist der geilste, ne? Ja, Lagavulin. Das hier ist der geilste Whisky. Die werben sogar damit, glaube ich, ne? You love it or you hate it. Ja? Meine Mutter und ich, wir lieben den. Weil ja, ich trinke immer mit meiner Mutter Whisky. Ich durfte es nie laut erzählen, jetzt habe ich es getan. Es tut mir leid, Mama. Kein Alkohol. Warst du gestern unterwegs, filmfestmäßig? Nee, ich habe die Nachtdreh gehabt gestern. Oh! Oh, was drehst du gerade? Ich drehe gerade einen Tatort hier. Oh. Gehören euch die Spezi? Ja. Nee, der eine nicht. Der da in der Ecke nicht. Der da liegt, gehört mir. Darf ich einen Ben Spezi anbieten? Ja, nimm den in der Tür. Das ist nicht meiner. Meiner wurde letztes Mal auch geklaut. Meiner wurde letztes Mal geklaut, da war ich jetzt sauer. Boah, geil! Aber es ist schon echt eine harte Arbeit, um Mäuler zu stopfen, gell? Ja. Weißt du, das sieht auch danach aus, dass wir da echt viel noch haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jo. Mimi, wie lange sind wir denn schon online? Mimi, wie lange laufen wir denn schon? Wow, das sieht man daran, dass die Zuschauerzahlen weniger werden. Vielleicht lag es auch an Ben. Ja, ich habe auch gerade einen Film angenommen und dann ist der Hauptdarsteller. Ich koste hier meine Soße. Also der andere Hauptdarsteller. Echt? Ja. Passiert, ne? Wusste er, dass du mitspielst? Ja, schon. Oh, das ist bitter. Wo kommst du her? Ich komme gerade aus einem Hotel. Ah. Ich schwitze so krass. Ja, sorry. Ja, nee, dass ich dich dann auch so. Achso, nee, also. Ich komme gerade aus dem Hotel, habe meine Sachen zu meinem besten Freund hier gebracht. Und ja, heute Abend geht ja, also für mich Filmfest ist stark. Casting Night. Casting Night ist, ne? Ja, genau. Bist du auf der Casting Night? Ich bin nicht eingeladen, aber ich werde da vielleicht auch herkommen. Ja. Freddy. Ich mag ihn nicht eingeladen. Ich auch nicht. Schon wieder durchs Klofenster. Was? Matthias liebt durchs Klofenster. Ja, klar, wie immer. Bayerischen Hof, nicht bei Käfer, gell? Bayerischen Hof, okay. Gut, Freddy, wie sieht's aus? Wollen wir. Jetzt hat Bendy die Show gestohlen, jetzt kannst du ihn aber auch gleich mit einbinden. Ja, Ben, du kannst. Ich kann gar nichts. Nee, Philipp ist ja schon hier in der Soße. Ich mache jetzt hier einfach mal so, wie ich denke. Also wenn du willst, kannst du dir natürlich dann schon mal Spätzle rausnehmen. Aber das wird eher eng, weil du musst dir ein bisschen in der Pfanne anbraten. Ja, mit, ich habe Käse und so alles dabei, genau. Wenn du mal daheim bist, ja. Bist du dann ein Gerne-Koch? Also dass du dich auch wirklich mal mit Minuten mal zwei Stunden in die Küche stellst? Ja. Und was ist da so dein... Also, das ist was ist deine? Macht man ja, dann musst du meine nehmen. Ne? Aber was ist dann so dein Ben und ich uns die. Sagst, okay, ja, ja, das war Mini-Spezi übrigens, und das Mimis. Dann, weil ich dich abgemacht habe. Oh. Ja, yeah, sorry, wir hatten gerade Spezi dieses Dings gelöst. Wir haben Mimi-Spezi geklaut. Ja, spannend wie hier. Ja, sorry. Nee, aber wie ist das? Also, was kochst du, wenn du jemanden bekochen möchtest? Immer Spezi. Immer Spezi? Ja. Tatsächlich. Spezi ist ein bisschen mein. Dein Signature mir. Okay. Ich glaube schon. Aber ich versuche ja nicht ständig jemanden zu beeindrucken zu Hause, deswegen, also es gibt schon, bei uns sind halt Spätzle ist jetzt nicht so das krasse Ding, weil
den meine Mama ja auch aus Schwaben kommt und dann gab es, ich weiß nicht, wöchentlich Spätzle gab, aber es gab schon regelmäßig Spätzle, weil es halt ganz normal ist. Ne? Aber sonst gibt es schon viel Nudeln mit irgendwelchen Sahnesoßen oder Ofengemüse oder, keine Ahnung, also es wechselt immer. Das ist immer so, aber ich höre daraus, du hast auf jeden Fall eine große Affinität zum Thema Kochen, ne? Ja, ich habe eine große Affinität zum Thema Essen und wenn man alleine wohnt, muss man halt immer kochen oder essen gehen. Sonst wird es teuer, ja, gell? Genau. Aber das stimmt. Ich gehe auch, also ich esse lieber zu Hause als jetzt im Restaurant. Warst du da Autodidakt sozusagen und hast du da sehr viel angeeignet oder hat sich deine Mom oder Oma, Papa vielleicht auch unter die Fittiche genommen? Unter die Fittiche? Ja, ich habe schon, also tatsächlich habe ich mir Tipps immer wieder für meine Oma geholt. Also wenn ich mal einen Braten gemacht habe, habe ich meine Oma angerufen und habe gefragt. Braten? Ja. Oh, machst du das häufiger? Nee. Aber also als ich den Braten mal gemacht habe, habe ich meine Oma angerufen und meinte, ja, und wie schaut's aus? Wie macht man das? Dann hat sie mir Anweisungen gegeben. Und sonst, klar, von meiner Mama. Meine Mama kocht gut und gerne und mein Papa kocht aber auch sehr gut und gerne. Von daher ist es so, ich meine, irgendwie so ein bisschen bei uns ist ganz normal halt, dass man kocht. Also mein Bruder kocht auch. Das ist jetzt nicht irgendwie speziell, dass ich irgendwie der Koch bin, sondern kochen halt alle. Ist ja auch gut. Ist ja auch irgendwie, finde ich, eine Sache, die wichtig ist, dass er irgendwie auch weitergegeben wird. Ja. Weil es ja irgendwie auch was mit. Ich finde es eine Form von Bildung irgendwie auch, dass man halt irgendwie sich mit Lebensmitteln und Nahrung irgendwie auseinandersetzt. Ja. Danke Mama. Genau. Danke Mama. Danke Mama. Tatsächlich, das ist was meine Mama immer gesagt hat, egal wie wenig Kohle wir haben, wir werden immer gut essen. Mhm. So. Und das finde ich. So, das ist jetzt die letzte Fuhre, ne? Danach setzen wir uns schön hin und fangen an zu essen. Jeder zwei Spätzle an, ich gestehe gerade, wir haben glaube ich tatsächlich keinen Pfeffer da, ne? Wir machen die Kochshow. Doch, wir haben Pfeffer da. Wie kannst du dieses Teil da vergessen? Wahrscheinlich ist es leer. Nee, es ist tatsächlich. Der Hype, der ist immer hier so ein bisschen für die skurrilen Anschaffungen. Der hat zum Beispiel bei unseren großen Silvesterpartys, die wir drin gefeiert haben, hat er die Lametta-Kanonen besorgt. Also, wir haben die Küche hier neu gemacht, plötzlich hat der Hype dieses Phallus-Symbol zur Pfeffermühle irgendwie mitgebracht. Das ist wenigstens mit Peugeot-Mühle. Ja, ist mit Peugeot tatsächlich. Ja, 3 PS. Nee, im Ernst, komm mal unten runter. Ist das so? Naja. Dreh's mal um. And read what this did. Sag mal. Ja, die Guten haben Peugeot-Malwerke. Du kriegst ja auch auf jeden Fall hoffentlich bald deine Kochsendung auf dem Teller. Aber dann muss Freddy auch bashen, ne? Weil sonst schäme ich mich so ein bisschen. Du musst dann auch bei mir bashen. Ach so, ja. Bashen? Nein, du kamst schon genau richtig, es wurde gerade langweilig. Ja. Das stimmt. Wir haben angefangen zu reden, dann ist langweilig. Voll. Ihr seid auf jeden Fall dem Wetter entsprechend angezogen. Ich habe eine lange Hose so, an. Geil sieht's aus. Ja, ich habe letztes Jahr auch schon keine kurze Hose gehabt, Freddy. Weißt du, ich hab sowas. Also vorletztes Jahr, ich hab vorletztes Jahr gedreht. Das ist schon lange her, ne? Das ist lange her, ne? Was ist denn bei dir dann eigentlich daheim? Also, wenn du sagst, du kommst ja echt teils aus Schwaben, du bist in Erlangen aufgewachsen, du bist aber auch schon lange Zeit in Kiel, bist als Schauspieler sowieso viel unterwegs, jetzt auf dem Weg nach Berlin. Ja. Was ist für dich daheim? Gibt's mehrere daheims? Ja. Es gibt relativ viele da tatsächlich. Also, aufgewachsen bin ich ja in Erlangen, von daher ist das schon so eben der Ort, wo ich aufgewachsen bin, wo ich den Großteil meiner Kindheit, Jugend bis 20 verbracht habe. Wie stellt man sich so eine Jugend in Erlangen vorstellen? Viel mega spezielle. Auf der Kehrbahn. Die krasseste Scheiße gemacht. Ja, klar, Bergkirchweib, kennen wir da, und da waren wir. Auf jeden Fall, ansonsten, ich habe so eine Jungs-Clique, mit denen hing ich ab und so bin ich eigentlich auch zur Schauspielerei gekommen, also vor allem zum Film, weil mit denen hing ich immer auf der Straße vom Haus von meinem Kumpel, von Lukas, der hier auch in München wohnt, bei dem ich da zu Besuch bin. Mhm. Wir hingen immer auf der Straße ab und einer hatte halt immer eine Kamera dabei und dann waren wir halt mega die Jackass-Fans und irgendwie Ballerfilm-Fans und dann haben wir halt irgendwelchen Blödsinn gedreht den ganzen Tag. Also ich, keine Ahnung, was haben wir gemacht? Wir waren bei Pfadfindern, hatten so eine Pfadfinder nach Haus. Ich habe immer irgendwas zu tun. Also Erlangen ist eine coole Stadt zum Aufwachsen. Weil es gibt alles, ist jetzt nicht auch Studentenstadt, ne? Also sehr viele junge Leute. Ja, genau. Also es hat irgendwie mit Nürnberg zusammen gleich 30.000 Studenten. Nein. Und ja. Ach so. Ich glaube, Matti geht's nicht gut, er macht irgendwie so ein Zeichen. Er sieht auch schon ein bisschen bleich um die Nase. Also der hat auch schon vorhin die ganze Zeit gesagt, das ist eigentlich nur dringend aus dem Kloster. Also wir sehen schon, wir gehen hier langsam dem Ende entgegen, aber es ist wirklich unfassbar, ich zeige euch das jetzt nochmal. Die sind aber auch. Also, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so frische, geile, selbstgemachte Spätzle bekommen habe. Sicherlich irgendwann mal von Mutter, aber schon ein bisschen her.
Gut. Sieht geil aus auf jeden Fall. Schlimmer, ich poste doch jetzt erst, dass wir online sind, Mann. Ja, das ist aber pünktlich. Ich muss jetzt noch nicht online bleiben, sorry. Also wir haben mitgebracht. Ja, Mann, ich habe noch nicht gefrühstückt heute. Sehr gut. Sehr gut. So, dann die Mimi und die Julia haben halt schon wunderschön für uns gedeckt. Wollte Juli nicht vorbeikommen? Die fehlt nämlich noch. Ja, die wird schon irgendwie jetzt gleich auf dem Weg sein. Schafft's nicht? Okay. Da sitzt die Sue. Sue, du isst mit, oder? Gut, wir sind nämlich gleich fertig. Juhu! Genau. Flo! Yeah. Hast du Hunger? Bist du auch mit? Ja, klar, also ich mit. Florian Denning, vernichtende Niederlagen zu letzter Woche hinzugefügt an der Tischtennisplatte. So. So, du hast dich auch noch, haben wir dich schon vorgestellt? Mathilda? Hi, du machst Musik. Und wie heißt deine Band? Genau, das ist der mit oben ohne die ganze Zeit hier rumläuft. Ne? Nein, er ist nicht da. Er holt ein Werkzeug. Für deine 9 Fahrräder, die du gekauft hast. Du hast, Mathilda hat 9 Fahrräder gekauft. Und ja, das ist, das ist für jeden Wochentag mehr als ein Fahrrad. Genau. So, ich glaube. So, jetzt mache ich meine Käsespätzle. Also, jetzt müssen wir hier noch fertig. Okay. Also, ich wusste nicht, dass du Käsespätzle machst. Späsekätzle. Da habe ich kurz die Wechstaben verwuchselt. Ja, ich glaube, wir kochen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ich bin schon sehr gespannt drauf und wir werden berichten, wie es schmeckt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen und fürs Bekochen. Da sind dir auf jeden Fall einen Aufschluss gegeben. Komm noch ein paar Mal rum, auf jeden Fall bis zum 13. Juli. Und dann gibt es schon ungefähr einen Ausstrahlungstermin für den Film. Wann der? Werden wir euch auf jeden Fall wissen lassen. Saugeil, dass du auch umgeschaut hast. Ja, ich bin so weit. Also wir setzen uns jetzt noch traditionell... Oh, jetzt kommt die Ekaterina in den Stream, Philipp. Jetzt ist sie da. aber wir setzen uns jetzt traditionell an den Tisch und sagen Tschüss. Das gehört sich so. Das machen wir gleich. Können wir das, was fertig ist, schon aufdecken und so? Ja, ich nehme mal was mit. Genau, nimm das schon mal mit. Ja, die können auch schon mal essen, ich brauche noch echt ein bisschen. Schaut. Setz dich schon mal mit hin, wir machen das nachher. Wir machen das dann auf Kamera. Psst. Das ist fett. Da ist richtig Soße drin, ne? So, bitte alle hinsetzen. Achso, ich auch, oder? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall einen Untersetzer hierfür. Oder hauen wir das eh später zusammen alles in der... Nee. Wir brauchen einen Untersetzer, gell? Ja. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Musst du sie festhalten, die Platte. Gut, so, kommt ihr? Ja. Kann man Licht anmachen noch? Da in der Ecke ist das, glaube ich, ne? Bam. Total. Flo! So, Philipp hinsetzen. Es gibt. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es war 2 Uhr macht Mittag. Heute Spätzle mit Freddy Götz und Überraschungsgast Ben Münchow, der jetzt nochmal kurz zum Essen vorbeigesneakt ist. Matti war der Kameramann, ich bin der Philipp. Und schaut wieder rein in 2 Wochen, wenn wir noch niemanden bislang haben, aber wir werden wieder einen tollen Gast auf jeden Fall. Ben, was machst du? Ich bin sehr gespannt, was es dann zu essen gibt. Ben, was sagst du? Wann habt ihr die nächste Show? In 2 Wochen. Was für ein Datum? Das ist, ja. In 2 Wochen. 6. Ich bin im Kochen 13. Ja? Also 13. Nee, 6. Überlegen wir uns dann. Macht's gut, guten Appetit. Ciao, ciao. 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 Tschüss. Was ist denn da für ein Kuchen? Das riecht eigentlich schon.